Mein Name ist Kolja Baradulin. Ich bin geboren geworden in Birobidzhan, was ist eine Hauptstadt von der noch als existierter jüdische autonome Gegend, weit, weit in Russland. Ich bin geboren in jüdischer Mischpoche und in so gerufener jüdischer Gegend, aber es ist da gewesen, so gerufen, weil es hat gehabt sehr, sehr wenig jüdischen Tam. Ich bin gewesen ein allgemeiner sowjetischer Mensch, wie man kann sagen, Homo Sovieticus, aufgezogen wie alle anderen Kinder. Und ich habe keinmal nicht getracht, geholt, als ich will verbinden mein Leben mit Jiddisch. Und es ist vorgekommen sehr, sehr plötzlich. Es ist gewesen, ich gedenke es, wie es ist gewesen, Nächten. Ich habe gearbeitet wie Englischlehrer in einem Dorf. In einem Dorf, das heißt Lazareva, und das ist ein Dorf von der jüdischen autonomen Gegend. Und in dem Dorf bin ich gewesen der einzige Rahid und ein Lehrer von Englisch. Und Dekan, Dean von einem neuen pädagogischen Institut, was ist ein Teachers College, hat mich gerufen und verbeten zu werden Jiddisch Lehrer, Jiddisch Instructor beim College. Und ich habe ihm gesagt, was redet er? Ich kenne nicht kein Jiddisch. Er sagt, das ist gar nicht. Du bist Jid, du kennst Englisch und Deutsch. Nimm ein Buch und lern sich aus. Und so ist es geschehen. Ich habe genommen ein Buch, was ist, ich wohl sehr gewollt das weisen. Das ist ein sehr, sehr interessant Lernbuch für die Kinder, gemacht speziell für jüdische autonome Gegend in 1982 oder 84 und mit sowjetischen Ausleg, was man kann dort nicht sehen kann. Oisis, was seinen Disimonim als kommt von Hebräisch. Und das ist es. Ich habe angehoben, sich lernen mit einem Buch, was hat ein Porträt von Lenin und Onheb und was erzählt wegen schulendige Menschen in Vietnam und so weiter und so weiter. Und kemat nicht so. Keine Informatie wegen jüdischer Literatur, Kultur, achutz, kleine Artikel wegen Shalom Aleichem. Das ist es. Also ich habe angehoben, sich lernen Jiddisch und in achoidischer Raum habe ich gehabt Chutzpe und angehoben lernen mit. Sei Kinder und sei Erwachsene. Und das hat sehr geholfen, weil man darf haben also eine sprachige Chutzpe. Und ich habe schon gehabt zu viel Chutzpe und gelernt mit Kindern, Erwachsenen, angehoben gerät in einem speziellen Kurs für Studenten im College und gut gemeint, dass ich wäre ein jüdischer Lehrer. Und ein bisschen eine Sache später, öfter in einem Jura rum, ich habe schon gelernt, sehr intensiv, aber in September, Mitte September, ich gedenke es euch sehr, sehr klar und beulet, bin ich gegangen, habe ich spaziert darum unser Hauptgas, was ist Shalom Aleichem Gas, und es ist gewesen als Unikartok, und ich habe getroffen einen Bekannten, was hat mich begrüßt und hat mir gewünscht einen freilichen Yom Tov. Und ich habe geguckt auf ihn, als er ist nicht von Erd, er ist von der Levone.
Arok gekommen und ich frage ihn, was für ein Jahr redest du? Bis Oktoberrevolution doch ist schon ein langer Weg. Sagt er, weißt du nicht, dass heute ist jüdischer Yom Tov? Und ich frage ihn, was ist Yom Tov? Was redest du? Und er fragt, weißt du nicht, dass heute ist Rosh Hashanah? Und das ist gewesen das erste Mal in meinem Leben. Und ich bin gewesen 28 Jahre alt, was ich habe gehört, das Wort Rosh Hashanah. Und in der Zeit habe ich gewohnt in der Riddischorte Nummer gegen. Und ich habe gewusst, dass ich bin Jid, weil im Passport steht Beulet geschrieben, Jevrei, Jid. Und es macht nicht stolz, du bist wegen der jüdischen Tradition, du bist traditionell, du bist Jid und schön. Und du bist versteckt mit dem auf dein ganzes Leben und du kennst nicht beiden. Efter für größer Geld können tun als. Ich habe gewusst, dass ich bin Jid. Ich bin gewinn stolz, als ich bin Jid. Warum? Weil Karl Marx ist gewinn Jid, die große Schachspieler, Championen seinen gewinn, kimat alle Jiden. Ich bin stolz mit dem. Und das ist gewinn, als er mein gekriftete Stolz. Und wenn es ist gewinn, wenn der Episode mit Rosh Hashanah ist vorgekommen, das ist gewesen stärker wie ein physischer Klapp für mich, weil ich habe verstanden, als ich bin gewesen als ein gebildeter Mensch, ich habe gekriegt sehr gute Erziehung, ich habe nicht schlecht gekannt Weltliteratur, Kultur, Geschichte. Aber ich habe gar nicht gewusst, wegen mein, wegen Äußer, was liegt behalten. Und der Äußer ist jüdische Kultur und Sprache. Und das ist ein Verdruss von mir bis heim zu Tag. Viele haben Verdruss, was ich habe verloren an so viel Zeit. Ich habe plötzlich der Wust und entplägt die Reichkeit von Jüdischkeit, wenn ich bin gewesen 28 Jahre alt. Für was es ist vorgekommen, ist eine sehr, sehr komplizierte Frage zu entfernen, aber von einer Seite seien meine Tate Mame, aufgezogen in Jiddisch, sehr Mama Loschen ist gewesen Jiddisch, aber sie haben übergelebt die schrecklichen Jahren und haben gesehen die Repressies. Mein Tates Vater hat man arrestiert, und er ist gewesen ein jiddischer Linguist und Pädagog. Und sie haben nicht gewollt reden wegen dem, und ich habe gar nicht gewusst wegen dem, und ich habe sich der Wust wegen meines Tatens Väter. Sag mehr, wenn ich bin gekommen in Amerika und sich gelernt in Columbia Universität und geforscht verschiedene Arbeiten von Linguisten dort haben erklärt mein Tates Väters Artikel, was haben mir geholfen, schreiben mein Magisterarbeit in Columbia Universität. Das ist sehr, das hat sehr, sehr größer Wert für mir, Asaminanplegung. Was noch willst du wissen? Du hast gelernt Jiddisch schon wie Herr, für Kinder, mhm. Aber wie hast du gelernt, wie soll zu reden Jiddisch? Mhm. Ich habe es schon erklärt, ich bin Lehrer von den Sprachen, ich habe gekannt Englisch und Deutsch und ich habe gewusst und gekannt, nicht schlecht, die Methoden, wie so zu lernen, die Menschen fremde Sprachen. Und Jiddisch, für die Menschen, was ich hab mit sie gelernt, Jiddisch ist gewesen für kimat alle eine fremde Sprache. Ich hab gehabt ein kleines Vokabular und ich hab es genutzt Maximum.
Und ich habe gelernt und ich habe geredet mit etlichen Menschen, was Jiddisch ist sehr mamelosen. Okay. Aber es ist in Nonneib ist gewesen, kimat als ist gewesen, von Buch zu mir, von mir zu Kinder und zu den Erwachsenen. Ich habe gehört Jiddisch. Ich habe gehört Jiddisch, weil ich bin aufgewachsen in Birabidjan. Okay. Und in Birabidjan ist gewesen, jeden Tag, wenn ich bin gewesen ein Kind, ist gewesen ein Radioprogramm auf Jiddisch. Nicht ein Programm. Neues auf Jiddisch, jiddische Rezitations von Shalom Aleichem. Ich weiß nicht was. Ich habe nicht verstanden, aber ich habe es allemal gehört. Ich habe auch gehört, meine Eltern reden mit Boba Seide auf Jiddisch, wenn sie haben gewollt, ich soll nicht verstehen. Aber ich habe es gehört. Und ich darf sagen noch eine Sache, weil ich bin nicht gewinn stolz mit dem, verkehrt. Wenn ich bin gewinn ein Jüngle, bin ich gewinn ein bisschen verschämt, wenn ich habe gehört, dass sie reden aus einer modernen Sprache. Wenn Bobe, alte Bobe sitzen auf Bänkele und reden aus einer modernen Sprache. Weil ich bin aufgezogen wie ein Emissar, sowjetischer Bürger, auf die Prinzipien von nationaler Politik, von kommunistischer Partei, was hat gewollt, dass alle Menschen sollen glauben in einen Gott, was ist Lenin, und reden eine Sprache, was ist Jiddisch, was ist Russisch. Und in Onheib, wenn nach der Revolution, sind eine gewisse Sache, Jiden, was haben nur gekannt Jiddisch, ist, man hat übergesetzt die kommunistische Ideologie für sie von Russisch auf Jiddisch, sie sollen verstehen. Und was weniger hat man gedacht, nicht in dieser Methode, als weniger hat man gedacht Jiddisch. Und das als ist. Derfar hat man also auch sehr stark Horeb gemacht, die jüdische Kultur und die Sprache in gewesenem Ratenverband. Und das ist schon im Ganzen ein anderer Meister. Ich kann dir erzählen ein bisschen mehr wegen mein Romans mit Jiddisch, weil ich habe angehoben, sich lernen mit den Kindern und Erwachsenen. Und nachdem hat angehoben, dem ersten Kurs vom Jiddischen Pädagogischen Institut mit 30 Studenten, a Sach von sie seien nicht Jiden. Und Birabidjan ist sage, sehr eine chikave Sache in dem Prat, weil es ist da. Es ist sehr wenig Jiden, ich kann sagen, in Stadt, wo es vermogt, 80.000 Menschen wohnen, weiß ich nicht, zwischen 3, 5, 6.000 Jiden. Aber es ist sehr aktiv, jiddische Kehille, und nicht Jiden seien verinteressiert in dem. Und der beulitzte Beweis ist die tägliche Schule, wo öfter 1000 oder öfter mehr Kinder von 1. bis 11. Klasse lernen zusammen mit allgemeinen Limudim, lernen sie sich Jiddisch und Hebräisch und jiddische Literatur und jiddische Tänze und jiddische Kich. Und öfter 80% oder öfter viele 90% von sie seien nicht Jiden. Vielleicht für was? Und der typische jüdische Rentner ist für was nicht. Alle weil in anderen Städten und Ländern wollte vorgekommen als ein Phänomen. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ernst es ist. Sheva Zucker ist gewesen dort mit ein paar Jahren zurück und gelernt einen Kurs. Ein internationalen jiddischen Seminar, was ist vorgekommen, zweimal dank dem Enthusiast von Jiddisch, euch ein Birabidjaner Boris Kotlermann, was wohnt jetzt in Israel und was hat
Ist ein Doktor von Linguistik und er hat sein Doktorat geschrieben, sein Doktorat wegen Jiddisch. Nicht wegen Jiddisch, wegen Birobidschan, wegen jiddischer Kultur in Birobidschan. Er ist sehr ein heißer Enthusiast in Birobidschan. Ist zu Libdem, hat er organisiert zweimal internationalen jiddischen Festival. Und auf den Fersen sind gewesen, meine ich, herum 40 Menschen, 4 von Japan. Das ist euch eine Chicago Sache. Noch ein Jahr lernen mit den Studenten im Pädagogischen Institut, habe ich gewollt, habe eine Praktik, sich lernen weiter. Man hat gemacht das Schiddich mit Professor, dem letzten Professor von jiddischer Linguistik in gewesenem Ratenverband, Uran Guralnik. Ich gedacht, kommen in Moskau und sich lernen dort auf mein Doktorat. Aber er ist gestorben und es ist gewesen, nicht so mit wem zu lernen. Haben wir geschrieben einen Brief, was wir haben gekrogen, wir haben gekrogen einen Brief von einem Professor von City College New York, als sie darf nicht mehr, nur ein Redaktor von unserer Zeitung Birobidschaner Stern. Und er hat uns gegeben aus dem Brief. Und sie hat gewollt besuchen Birobidschan und sehen, was es ist, weil er Tate ist gewesen ein Redaktor von jiddischer Zeitung in Kanada. Uns ist ein angefallener Gedanke, dass öfter wir sollen reden mit ihr und öfter wir können organisieren zusammen Ostdeutsch. Als ich und mein Kollege wollen kommen in New York, sich lernen Jiddisch und die Professoren von City College wollen kommen zu uns. Sie hat uns in einem Brief eine Telefonnummer. Ich habe angeklungen. Ich habe nicht gehabt, keine Ahnung, keinen Unterschied, Zeitunterschied. Es ist gewöhnt, zwei Säger in der Früh in New York. Aber zu meinem Masel hat der Mann aufgenommen eine Treibel. Und ich habe ihm erklärt, dass ich will reden mit Miriam Dorn. Und sie hat sie geredet mit mir. Ich habe erklärt auf mein zerbrochenem Jiddisch, weil ich noch alles nicht gut gekannt, was ich will. Und sie hat gesagt, gut, klingt mir ohne ein paar Wochen herum, aber nicht so frei. Ich habe angeklungen in ein paar Wochen herum. Und sie hat mir gesagt, ja, gemacht. Wir können organisieren zusammen Ostdeutsch. Und wir haben organisiert, wir sind geflogen und denke ich, wie es ist gewesen auf Nächten, dem 12. Februar 1990, das war gewesen ein Präsident-Talk in Amerika. Und man hat uns sehr, sehr warm aufgenommen, weil das ist gewesen die erste semi-offizielle Delegation von Birobidschan in New York. Wir haben sich gelernt Jiddisch mit dem besten jiddischen Professor und Lehrer Mordechai Schechter Oliver Scholem und sein Talmid Herschel Glaser. Wir haben sich getroffen mit Asach, mit jemand allen Jiddischisten in New York und weiter. Und zum Sof hat man gegeben ein Kabbalas Ponem in Lukovet uns und der Präsident von City University Joseph Murphy hat geredet das erste Mal sagt man auf Jiddisch, weil er hat eine jiddische Mama und er hat allem erzählt, als wenn er ist gewesen ein Kind, hat seine Mama ihm geschickt, sammeln Geld mit der Puschke für Birobidschan. Seine Mama wollte ihm nicht geschickt, sammeln Geld mit der Puschke, wollte er schon nicht gekommen in New York
auf Asamen Oistos. Ich will es kein Mal nicht vergessen, weil das hat gegeben eine Möglichkeit, der Zählen wegen uns und auch wegen sich. Und man hat mir geäußert, als ich soll schicken eine Applikation und kommen Sommerzeit, auf Sommerprogramm, IWA-Sommerprogramm. Ich habe es uns getan und man hat mir ja angenommen. Und ich bin geflogen, aber der Flogen bloß bis Moskau. Und von Moskau wollte er gedacht von fliehen kein New York. Aber ich habe verbracht eine Heuderszeit, ich habe verliert Heuderszeit in Moskau, weil man hat mir nicht gegeben kein Visa in Amerikaner Ambassador und kein mehr hat mir nicht erklärt, für was. Und ich weiß nicht, für was meine Ohren sind nicht groß geworden, weil ich bin. Ich habe nicht gekannt verstehen, für was. Ich habe gehabt Kontakten von meiner ersten Reise mit Bnei Brith Youth Organization und ich habe sofort angeklungen zu sehen und sie haben gewonnen Kontakt mit State Department und sie haben gesagt, ich habe nicht kein I-20 Visa. Von wann soll ich wissen? Einheitlich. Ich habe verloren 4 Wochen von 6-wöchigem Programm, aber ich habe sich gedreht ein bisschen in New York und sich bekannt mit anderen Menschen und zwischen sie euch mit Professor Rachmiel Pelz, was hat mir geäußert zu schicken Applikationen in Graduierschule in Columbia Universität und ich habe es getan und man hat mich angenommen im Graduierprogramm von Columbia Universität. Was ich habe geendet mit meinem Magister und nachdem gearbeitet im IWO, Institut für jüdische Forschung. Und in derselben Zeit gelernt mit den Kindern und auch Ofenkursen in Arbeiterin. Und ich tue es bis heutzutage. Für die, die lernen Jiddisch, für die, die sind ab kurzem oder nicht Klebers, nicht fromm, lehnen Shalom Aleichem, Lamaschel, kann sein schwer. Die Hebräische, es ist nicht nur die Hebräische Wörter, nur als man darf wissen, als auch wie die fromme Unionen. Nun, für eine Lehre von Lehrers, wie soll könnt ihr helfen uns? Ich kann nicht helfen, weil ich darf sich lernen allein und ich lerne. Ich kann noch als nicht genug die traditionelle jüdische Union. Ich kenne eine Sache mehr im Vergleich, was ich hab gewusst früher und ich habe gewusst gar nicht. Ist was der Komponent, in was ich kann ja helfen, ist, wie soll zu lernen Jiddisch mit den Onhebers, wie soll verinteressieren sie, wie soll begeistern sie, welche Methoden zu nutzen, als das Lernen soll sein nicht nudne, nur sehr, sehr interessante. Da habe ich die Erfahrung. Ich habe sehr lieb nutzen audiovisuelle Mittel, wenn ich lerne, weil es gibt die Studenten eine Möglichkeit, hören Emerson Jiddisch, sehen äußergewöhnliche Sachen und mit dem ist es geringer zu begeistern die Menschen. Und wir haben einen Neuzer von jüdischer Literatur und Kultur, was liegt noch als begraben. Aber mit neuer Technologie ist es eine Sache geringer und eine Sache mehr effektiv zu lernen. Gut? Gut. Und wer sind neue Studenten jetzt?
Gut, das ist auch eine gute Frage, weil ich habe sehr lieb lernen Jiddisch und ich lerne es, wo ich kenne. In Arbeiterring habe ich eine Gruppe von 18 Studenten, wo ich habe angehoben mit sie, wenn sie seinen gewinnen. Mamesch, Same und Hebers. Mehrheit von sie haben nicht gekannt, kein Jiddisch, viele ein Oss. Jetzt lehen wir adaptierte Literatur, diskutieren Zeitungen, sehen Stickeln von dem Film und reden herum, was es kommt vor. Ich bin sehr zufrieden mit sie. Das ist nicht, sie lernen, sie kommen einmal eine Woche, aber es ist, ich sehe den Progress. Interessante Sache ist, dass einer von gemeinsamen einer von den besten Studenten ist nicht kein Jid. Er hat irische Wurzeln, aber er ist sehr verinteressiert, weil er hat jüdische Freund und er sagt, dass es so eine Sache Ähnlichkeiten zwischen jüdischer und irländischer Kulturen und vielen Sprachen. Und das ist sehr interessant. Etliche von meinen Studenten, Finnef, seien die Mitglieder von Volksbühnentruppe, junge Leute, was haben sehr lieb Jiddisch und was nichts in Jiddisch heint, was ich habe sie gelernt. Ich habe dir erzählt wegen Shalom Aleichem, ja, du hast es schon. Mhm. Ja. Und das ist sehr ein beulter Moschel und das ist ein Moschel, wenn man schäbt nach ist. Und das ist auch ein Moschel, wenn es geht von Dor zu Dor. Und wir reden da wegen vier Deures. Ich habe besonders lieb lernen Jiddisch beim Class Canada Festival, weil Menschen, die kommen dort, wollen sich lernen Jiddisch, weil es ist ein wichtiger Teil von Klezmer Musik, jiddische Lieder, und sie wollen sie verstehen, und sie wollen auch verstehen die Sprache. Und ich habe oft, das ist nur da, vier Deures, die sitzen zusammen. Weil der Jüngste ist gewesen, Bocher, was gewesen, 12 Jahre alt. Und der Alster, die Achsiger, die Mehrheit seien junge Menschen. Sie haben Hanoi von lernen sich Jiddisch und ich habe eine doppelte Hanoi lernen mit sie Jiddisch. Und ich gucke vor uns jeden Sommer, wenn ich will fahren in Kles Kanada und lernen mit sie dort. Ich habe auch, und es ist sehr populär, in der Freitagnacht für ein Stiller Oven Programm. Wo alle, was haben lieb zu singen und in Glas kennen, dass wir reden wegen hunderte Menschen, kommen zu Neuf und wir singen jiddische Lieder. Kimat alle jiddische Lieder, einmal hebräisch, einmal russisch, aber die Mehrheit singen auf Jiddisch und das ist auch, das waren das Herz und Menschen seien sehr zufrieden mit dem Programm. Und nach dem Führe ich und jeden Tag ein besonderes Programm für jüdische Redner, die kennen gut Jiddisch. Wir haben ein tägliches Begegnis mit Jiddisch, wo ein jüdischer Redner erzählt, oder wegen sich, oder wegen sein oder ihre Projekten. Interessante Präsentationen. Menschen haben es euch lieb. Das, ich lerne euch mit den Kindern. Das Jahr lerne ich Jiddisch in zwei Schulen von Arbeiterring. Wir haben eine Schule in unserer Binie, da Sonntag. Lerne ich mit Barbas Mitzvah-Klasse. Der Fokus ist auf jiddischer Kultur, weil ich lerne Sach Jiddisch, aber auch
auf Englisch wegen wichtiger Momenten in jüdischen Leben. Lemoschel, die letzten paar Wochen habe ich sie gelernt wegen geistigen Widerstand in Wilner Ghetto, wegen Zutzkever, wegen Schmelka Kaczerginski, wegen Jugendclub, wegen Kinderclub, was hat existiert in Ghetto, bis aus die schreckliche Jorn, Tag, Wochen. Und sie nehmen es sehr ernst. Und sehr verstehen das und sie schätzen es auch. Und in einer anderen Schule, es ist auch, also nicht zu glauben, es ist die größte Schule jetzt, 110 Studenten. Und die Schule kommt vor zweimal eine Woche. Nicht vor dort jeden Mittwoch. Lernen mit Kindern. Da probiere ich, ich habe herausgegeben ein Lernbuch, was heißt Jiddisch auf ein ganzes Jahr, was erklärt die, nicht erklärt, das ist also ein Curriculum für die Lehrer, was wollen lernen Jiddisch mit den Kindern, mit den Samenanhebern. Was ist basiert auf einem allgemeinen Material und noch auf jüdische Yom Tov. Mit der Schule probiere ich die Curriculum und ich spiele verschiedene Spiele mit den Kindern wegen jüdische Yom Tov und ich lerne sie euch Vokabular von jüdischem Yom Tov auf Jiddisch. Das ist es. Noch eine Frage. Ja? Letzte. Letzte, wie ist es gewesen, echt ein Konzert. Das besucht, dass, wenn du bist gewesen, 28 Jahre alt, ein Mensch gekommen hat, gerät wegen Russischen. Ja. Und von dem, hat diese Religie reingekommen in euer Leben oder im Ganzen nicht? Passiv, sehr passiv. Ich habe der Herz für Religie und Tradition. Ich schätze sehr ob und ich verstehe es zu lieb dem, ist das Volk Israel noch als da, a dank dem. Aber das ist, ich bin nicht aufgewachsen in einer religiösen Sphäre. Und ich weiß nicht, es ist, ich sage nicht, kennen, als du gehst im letzten Weg. Bis heint bin ich mehr verinteressiert in jiddischer Kultur. Und aber die zu verstehen und abschätzen die jüdische Kultur in vollem Vernehmen, darf man wissen eine Sache von der jüdischen Tradition und Religion. Und bei mir sind da eine Sache Bläusen, was ich kenne nicht. Ich kenne nicht gut Hebräisch, ich habe es gelernt ein bisschen und ich kenne gar nicht von Tanach und Talmud, Stiklach da und dort. Und ich arbeite auf dem, aber nicht so, wie es ist, bedarf zu sein. Es, hoffentlich, ein bisschen weiß. Ein bisschen weiß. Gut? Zufrieden? Sehr, sehr zufrieden.